Wenn du mit deinem Elektroauto oder mit deiner Wärmepumpe richtig viel Geld sparen willst, dann habe ich jetzt was für dich. Und zwar den Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Klammer auf, netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Das klingt jetzt erstmal total langweilig, aber was nicht langweilig ist, ist 10 Cent Rabatt auf jede verbrauchte Kilowattstunde. Und wie das geht, das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Das Gesetz, das gibt es zwar schon länger, aber es gab zum Anfang des Jahres ein paar wichtige Anpassungen. Und was diese Anpassungen in der Praxis bedeuten, da sind sich die Leute noch gar nicht so sicher. Denn im Moment diskutiert die Bundesnetzagentur mit verschiedenen Herstellern und auch Stromanbietern darüber. Um jetzt aber endlich mal rauszufinden, was ihr machen müsst, damit ihr die günstigen Stromtarife bekommt, bin ich für euch nach München gefahren zu Intersolar. Das ist nicht nur eine große Solarmesse, sondern da geht es auch um die Speicher, es geht auch um Messtechnik und es geht auch um Wallboxen. Und weil halt so viele Firmen da sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, dachte ich, da finde ich doch endlich die Antwort. Ich bin dann also an verschiedenen Ständen, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Man hat relativ schnell gemerkt, so richtig sicher ist sich an diesen Ständen keiner. Und der eine sagt das, der andere sagt das. Und manchmal sind Zufälle einfach nur geil. An einem Messestand habe ich dann plötzlich ein bekanntes Gesicht gesehen. Und ich sage so, dein Gesicht kenne ich doch. Sag mal, arbeitest du nicht bei NBW, also bei dem großen Energieversorger aus Baden-Württemberg? Sag mal, ihr müsst euch doch auch die ganze Zeit mit diesem 14a beschäftigen. Hast du da zufällig mal auf dem Flur was gehört, was da aktueller Diskussionsstand ist? Aber es kam noch viel, viel besser. Also ich konnte echt keinen besseren Ansprechpartner finden als Johannes Ruf. Ich habe sowohl in der ersten Runde des Konsultationsverfahrens letzten Jahres als auch in der zweiten Runde für die NBW und Senec teilgenommen, als einer von mehreren Menschen. Ich habe mich inhaltlich, technisch vor allem mit der Thematik beschäftigt, insbesondere was die Steuerungsvorrichtungen angeht und auch die Kommunikationsketten. Bevor ich jetzt aber tiefer ins Gespräch einsteige, möchte ich dir erstmal erklären, warum es den 14a gibt, welche Möglichkeiten du hast, du damit Geld zu sparen und was du am Ende dafür tun musst. Du hast bestimmt auch schon davon gehört, dass unsere Kraftwerke nicht ausreichen und dass unsere Stromnetze nicht in der Lage sind, die ganzen Elektroautos und die ganzen Wärmepumpen mit Strom zu versorgen. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann stimmt es auch. Aber wir wollen ja nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern wir wollen eine Lösung haben. Und dieser 14a ist einer von mehreren Schritten in die richtige Richtung. Es ist ja eben nicht so, dass der Stromverbrauch über den ganzen Tag verteilt überall gleich ist, sondern wir wissen eigentlich aus der Erfahrung, dass zum Beispiel nachts relativ wenig Strom verbraucht wird. Dann geht der Stromverbrauch morgens extrem hoch. Mittagszeit ist der Stromverbrauch sozusagen irgendwann in der Mitte. Abends geht es nochmal hoch und dann sinkt der Stromverbrauch in Richtung Nacht wieder ganz deutlich ab. Und wie viele Kraftwerke wir haben, beziehungsweise wie stark das Netz ausgebaut werden muss, das hängt halt eigentlich von diesen beiden Spitzen ab, morgens und abends. Und den Rest des Tages haben wir eigentlich gar kein Problem mit der Stromerzeugung und auch mit der Stromverteilung. Und sowohl die Elektroautos als auch die Wärmepumpen haben ja eine gewisse Flexibilität. Also es gibt ja keinen Grund, warum wir jetzt abends um 18 Uhr unsere Elektroautos alle laden müssen, wenn wir sie eh erst wieder am nächsten Tag brauchen. Das heißt, die können auch um 4 Uhr nachts laden. Das Ähnliche gilt für die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe, die kann ja zum Beispiel auch, wenn mittags zum Beispiel die Sonne scheint und wir zu viel Strom haben, dann kann die Wärmepumpe ja gerne die Wärme produzieren und in den Speicher reinladen. Oder die kann ja auch nachts gut laufen. Selbst wenn sie nachts nicht so effizient ist, wird es wieder ausgeglichen dadurch, dass ja der Stromtarif nachts vielleicht 30-40% günstiger ist als tagsüber. Und dadurch, dass wir jetzt diese beiden großen Verbraucher einfach aus den Spitzenverbräuchen rausnehmen und mehr über den Tag verteilen, also so, dass wir halt die Überkapazitäten, die wir im Rest des Tages haben, besser nutzen können, dadurch sorgen wir dafür, dass wir einfach weniger für das Netz und für die Kraftwerke nachbauen müssen. Und die Geräte, die müssen dafür nicht mal komplett abgeschaltet werden, sondern sie müssen nur sozusagen dimmbar sein. Das heißt, der Energieverbrauch wird von dem, was sie eigentlich verbrauchen, auf 4,2 kW runter reduziert. Und diese 4,2 kW, das ist gar nicht mal so wenig. Denn du musst überlegen, dass eine Wärmepumpe einen Wirkungsgrad von 300% hat. Das heißt, aus diesen 4,2 kW werden 12 kW Heizleistung. Und 12 kW Heizleistung reichen in den meisten Fällen für Einfamilienhäuser so gut aus, dass du gar nicht mal merkst, dass da irgendeine Dimmung stattfindet. Damit du unter diese neue Regelung fällst, müssen deine Geräte allerdings auch eine maximale Stromaufnahme, die über 4,2 kW liegt, haben. Das ist jetzt bei einer Wärmepumpe alleine nicht immer der Fall, aber sobald du einen Heizstab dabei hast, erreichst du diesen Wert einfach locker. Ein weiterer positiver Nebeneffekt von dieser Regelung ist auch, dass dir dein Stromnetzbetreiber in Zukunft nicht mehr den Anschluss von einer Wärmepumpe oder von einer Wallbox verweigern kann. Und was brauche ich dann konkret, damit ich mir meinen Wärmepumpentarif holen kann? Den Wärmepumpentarif, den gibt es grundsätzlich so wie vorher auch. Ich sage nochmal kurz, wie es vorher war, also bis zum 31.12.23. Wenn ich einen sogenannten Wärmestromtarif haben wollte, habe ich immer einen separaten Zählpunkt benötigt. Ja? Und das hat insbesondere im Bestand manchmal sicherlich zu Kosten geführt, die der Anlagenbetreiber vielleicht gescheut hat. Also vielleicht war ein Zählerschrank verbaut, der gar keinen freien Zählerplatz mehr hatte. Ne? Das ist eine Möglichkeit gewesen. Und dann kam dieser Wärmestromtarif vielleicht gar nicht in Frage. Jetzt seit dem 01.01.24 ist eine Vergünstigung oder eine Teilnahme an diesem 14a ist nicht mehr an einen zweiten Zählerplatz oder an einen separaten Zählpunkt gekoppelt. Das heißt, ich habe hier zwei Möglichkeiten.
Ich kann entweder in das sogenannte Modul 1 reingehen, dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Zählpunkt zu agieren, das heißt der Haushaltsstrom und der privilegierte Wärmestrom, der wird über einen Zählpunkt gemessen und ich erhalte eine pauschale Netznutzungsentgeltermäßigung. Was ich dafür machen muss, war die konkrete Frage, ich muss Kommunikationstechnik vorsehen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass aus meinem Zählerschrank oder bestimmten Bereichen meines Zählerschrankes eine Kommunikationsanbindung meiner sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtung, also meiner Wärmepumpe, meines E-Ladepunktes, vorgesehen ist. Wie das dann, also was da für ein Kommunikationskabel letztendlich gelegt wird, da würde ich die genaue Rücksprache mit dem Netzbetreiber halten. Manche werden sich sicherlich noch damit zufrieden geben, dass da vielleicht erstmal ein Leerrohr vorgesehen wird und andere haben vielleicht schon ganz genaue Vorstellungen, was da genau hin soll. Ja. Die Alternative ist das sogenannte Modul 2. Hier benötige ich nach wie vor den separaten Zählpunkt. Hier wird der privilegierte Strombezug unverändert genau erfasst. Neu ist hier, dass das jetzt kein Wärmestromtarif mehr ist, sondern da gibt es, glaube ich, meistens noch keine Produktnamen dafür. Ich nenne es jetzt einfach mal Stromtarif für steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Ja. Das heißt, hinter diesem Zähler wäre dann die Wallbox, eventuell der Speicher, eventuell Anlagen zur Raumkühlung und in den meisten Fällen auch die Wärmepumpe. Das heißt, ich habe ganz normal zwei Zähler nebeneinander, also sind die parallel oder sind die hintereinander geschaltet und werden saldiert? Gibt es grundsätzlich beides. Also es gibt die kaskadierte Messung, bei NetzIBW ist das das Messkonzept 40. Das heißt, ich habe den ersten Zähler, hinter dem ersten Zähler ist dann der Abgang für meine steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Dann kommt der zweite Zähler, da hinten dran ist dann der Hausverbrauch und gegebenenfalls auch noch eine EEG-Erzeugungsanlage, für die in vielen Fällen dann auch der sogenannte Z3, der Erzeugungszähler, dann vorgesehen ist. Ich zeichne das nochmal auf. Also für das Modul 2 braucht ihr zwei Zähler und die könnt ihr entweder parallel setzen, also dass ein Zähler aus dem Stromnetz den Strom bekommt und dann an euer Haus verteilt und der zweite Zähler einfach auf den Strom an eure steuerbaren Verbrauchseinrichtung weitergibt. Diese Variante ist besonders einfach, weil ihr habt auf der einen Seite ja euren normalen Strom mit dem normalen Stromtarif und dann habt ihr auf der anderen Seite den steuerbaren Stromanteil, der mit dem reduzierten Netzentgelt, also auch mit dem reduzierten Stromtarif arbeitet. Und die beiden Zähler werden dann halt mit unterschiedlichen Tarifen abgerechnet. Und bei der zweiten Variante werden die Zähler hintereinander gesetzt. Das heißt, du hast zuerst einen Hauptzähler und von diesem Hauptzähler gehen auf der einen Seite deine ganzen steuerbaren Verbraucher ab, also Wärmepumpe und Wallbox. Und auf der anderen Seite hast du dann noch einen zweiten Zähler, an dem auch der Haushaltsstrom hängt. Und wenn du eine PV-Anlage hast, dann geht die PV-Anlage eben auf diesen zweiten Zähler. Vorteil von der Konstruktion ist, dass wenn du solare Stromerzeugung hast, dann wird dieser Solarstrom zuerst von den teuren Haushaltsgeräten verbraucht und danach von der Wärmepumpe, bei denen du ja einen günstigeren Strom hast. Und die gesamte Abrechnung, die funktioniert dann so, dass einfach die Werte von den Zählern miteinander verrechnet werden. Und wie viel Geld kannst du jetzt dadurch sparen? Also es gibt da verschiedene Module. Das erste Modul ist quasi die simple Lösung. Dafür brauchst du auch keinen extra Zähler, sondern es wird einfach geguckt, ist dein Gerät steuerbar oder nicht. Und wenn es steuerbar ist, dann bekommst du einfach pauschal 100 bis 180 Euro, je nach Region, überwiesen dafür, dass du dein Gerät einfach fernsteuern lässt. Und diese Variante lohnt sich vor allem für diejenigen, die einen geringen Verbrauch haben. Denn wenn du so im Bereich von 1500 bis 2500 Kilowattstunden bist, also nicht für den gesamten Strom, sondern eben für deine steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, dann macht es halt gar keinen Sinn, da irgendwie eine andere Zählerkonstruktion zu bauen, weil die kostet ja auch wieder Geld und auch der Betrieb kostet ja Geld und die ganze Berechnung, die kostet auch Geld. Also deshalb gibt es diese Pauschale, um eben den kleinen Verbrauchern einen Anreiz zu geben, sich auch netzdienlich zu verhalten. Modul 2 ist etwas aufwendiger, weil da wird einfach auch geguckt, wie viel Strom du jetzt mit deiner Wärmepumpe bzw. deinem Elektroauto genau verbrauchst und dann gibt es halt auf jede Kilowattstunde einen Rabatt und zwar von 60% nicht auf den gesamten Strom, sondern nur auf die Netzentgelte. Aber das macht zum Beispiel hier in Berlin, habe ich mir gestern mal angeschaut, da waren wir bei 33 Cent für den normalen Strom und wenn ich jetzt aber diese reduzierten Netzentgelte in Anspruch nehme, dann zahle ich dann nur 22 Cent. Also in Berlin hätte man zum Beispiel im Moment 11 Cent Rabatt auf den Strom, wenn man eben diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit dem zusätzlichen Zähler nimmt. Es ist auch noch ein drittes Modul geplant, darüber wird aber im Moment noch diskutiert und deshalb, wenn du nicht verpassen willst, wenn dieses Modul 3 fertig ist, dann drück doch jetzt am besten den Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und währenddessen schauen wir uns mal an, was das Ganze jetzt in der Praxis, in der Umsetzung bedeutet. Was sollte ich jetzt beachten, wenn ich mir eine Wärmepumpe oder einen Solarspeicher oder eine Wallbox hole, wenn ich das jetzt einbaue, damit ich da nicht in einem halben Jahr blöd dastehe? Also grundsätzlich bin ich als Endkunde gut geraten, einen Installateursbetrieb zu haben, der sich mit der Thematik auskennt. Das heißt, ich persönlich würde dieses Thema auf jeden Fall im Beratungsgespräch schon mal anbringen und wahrscheinlich auch erstmal fragend agieren. Das heißt, ich würde fragen, ich habe gehört, dass es hier neue regulatorische Anforderungen gibt.
Manches wurde jetzt dieses Jahr vielleicht schon gültig, anderes kommt nächstes Jahr. Sind denn die Produkte dafür geeignet? Was muss ich denn bei mir vorsehen dafür? Bestenfalls hat der Installateur dann auch Antworten auf diese Thematiken. Und wenn ich mich zusätzlich nochmal absichern möchte, kann ich auch als Endkunde direkt das Gespräch im Prinzip mit meinem Verteilnetzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber suchen, an der Stelle fragen, welche Kommunikationstechnik soll ich vorsehen, wie soll ich das vorbereiten und dann einfach mal schauen, was für eine Antwort kommt. Ich selbst habe das im letzten halben Jahr hin und wieder auch mal probeweise bei verschiedenen deutschen Netzbetreibern gemacht. Ich habe unterschiedliche Antworten bekommen, das war für mich dann auch ein ganz spannender Einblick. Aber ich bin mir sehr sicher, insbesondere die großen Netzbetreiber in Deutschland, die sind gut auf das Thema vorbereitet. Die kleineren haben sicherlich teilweise noch Nachholbedarf. Insgesamt ist es für alle Akteure aufgrund des kurzen Einführungszeitraums sicherlich eine Herausforderung. Und nachdem das jetzt mal geklärt ist, schauen wir uns als nächstes nochmal an, wie das Ganze jetzt in der Praxis umgesetzt wird. Und dafür habe ich mich quasi umgedreht, bin zum Fissmann-Stand gegangen und habe da mit Marc Franken darüber gesprochen. Genau, in der Praxis ist es so, dass wir unsere Wärmepumpen, unsere Heizwärmepumpen, seit diesem Jahr, seit dem 01.01. so wie auch unsere Wallboxen steuerbar machen müssen. Bedeutet, dass der Energieversorger in netzkritischen Situationen unsere Geräte steuern können muss und das Ganze bestmöglich natürlich nicht abschalten, sondern drosseln auf eine Leistung von 4,2 kW. Und das Ganze implementieren wir zum einen, dass wir es über rudimentäre Schaltkontakte umsetzen werden. Bedeutet, dass der Energieversorger über einen Schaltkontakt die Wärmepumpen und die Ladesäulen, gegebenenfalls auch die Stromspeicher, dementsprechend drosseln kann, aber dann auch über unser Energiemanagement, über den EE-Bus, dann dementsprechend im Systemverbund steuern kann und dadurch natürlich der Kunde einen Riesenvorteil hat, dadurch, dass er alle Systeme oder alle Produkte im Gebäude gemeinsam betrachten kann und somit natürlich auch eine höhere Leistung zur Verfügung hat. Und muss da, wenn ich eine alte Anlage habe, muss da ein Elektriker vorbeikommen und Kabel ziehen oder wie? Also von wo kommen die Steuersignale in die Wärmepumpe rein? Genau, also es wird eine Steuerbox geben, wo wir für unsere Geräte, damit wir das auch sauber mit dem Energiemanagement nutzen können, das Ganze über EE-Bus machen können, brauchen wir die EE-Bus-Steuerbox. Die wird in der Unterverteilung eingebaut. Das Ganze läuft über den Energieversorger, der entscheidet, wo die Steuerbox in der Unterverteilung platziert werden muss. Und ich meine, ihr unterstützt ja auch dynamische Stromtarife. Kann ich da diesen dynamischen Tarif jetzt auch noch mit dem geminderten Netzentgelt kombinieren, sodass ich dann, wenn die Sonne scheint, quasi gar nichts mehr für den Strom bezahlen muss? Absolut. Also ich kann auch die reduzierten Netzentgelte mit einem dynamischen Stromtarif kombinieren. Das Ganze wird unserer Meinung nach in 2025 einen riesen Hochlauf kriegen. Und das ist auch was wir in unsere Systeme dementsprechend dann implementieren, dass der Kunde die Möglichkeit hat, zu Zeiten, wo der Strom besonders günstig ist, die Wärmepumpe zu starten, den Puffer zu beladen oder den Trinkwasserspeicher zu beladen und dann, wenn der Strom besonders teuer ist, die Wärmepumpe auch auszulassen und das Ganze natürlich auch in der Elektromobilität, sprich das Fahrzeug zu laden, wenn der Strom günstig ist oder wir Negativstrompreis haben und das Fahrzeug nicht zu laden, wenn der Strom besonders teuer ist. Absolut. Okay, und jetzt noch eine Frage. Das Ganze mit dem Dimmen funktioniert ja eigentlich nur bei einer kleinen Wärmepumpe. Weil wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus habe mit 100 kW Heizlast, da bringen mir die 4 kW auch nichts mehr. Ist es so, dass da einfach Leute, die in großen Häusern wohnen, benachteiligt sind? Oder gibt es da eine Lösung von euch? Nein, natürlich, wir sprechen jetzt hier in dem Fall nur über den Residential-Bereich. Im größeren Bereich, also bei den größeren Wärmepumpen, brauchen wir auch nicht dimmen auf die 4,2 kW, sondern in dem Fall haben wir eine größere Leistung zur Verfügung. Also wir sprechen hier bei einer Leistung bis 11 kW, wo wir auf 4,2 kW hinunterdimmen müssen. Und größere Anlagen haben wir natürlich auch eine höhere Leistung zur Verfügung, müssen dann dementsprechend die Wärmepumpe dann im höheren Leistungsbereich drosseln, aber so, dass das Gebäude trotzdem weiterhin noch einen Komfort bedienen kann. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann drück jetzt den Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Und wir haben übrigens unseren Sanierungsrechner noch ein bisschen angepasst, sodass es jetzt echt ein ziemlich cooler Wärmepumpenrechner geworden ist, mit dem du nicht nur rausfinden kannst, ob eine Wärmepumpe bei dir funktioniert, was dafür notwendig ist, sondern du kannst jetzt sogar rausfinden, welche Auswirkungen zum Beispiel für dich dieser 14A hat. Also indem du jetzt einfach mal den Strompreis für dich genau anpasst und dann guckst, wie viel Geld du denn zum Beispiel dadurch sparen würdest. Also wenn du den kostenlos nutzen willst, gehst du auf schlau-sanieren.de. Den Link findest du aber auch hier unten oder hier an der Stelle. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!